Florian Flecker, Julius Kade, vielleicht Julius an dich die erste Frage. Wie waren so deine ersten Tage hier bei Union? Richtig gut, ist eine richtig coole Truppe, haben mich super aufgenommen, macht richtig viel Spaß und ich fühle mich wohl. Bei dir, Flo? Ja, ebenfalls. Also es war überragend, wie die Mannschaft uns aufgenommen hat und ja, für uns Neue war es, glaube ich, ziemlich leicht, uns zu integrieren und das ist sehr gut so, ja. Ist der Julius ja dein Zimmerpartner? Benimmt er sich? Funktioniert das? Ja, er benimmt sich super. Passt alles. Er hat seine Gespräche mit seiner Freundin, das, was mir meine Möglichkeit gibt, mich auszuruhen. Und ja, deswegen passt das ziemlich gut. Gibst du das auch so zurück? Ja, ich komme sehr gut mit Flo klar. Passt alles. Richtig gut. Warum hast du dich eigentlich für Union entschieden? Richtig gute Gespräche gehabt mit dem Trainer, mit dem Manager. Und ja, ist ein cooler Verein, Traditionsverein, richtig gute Fans. Ich meine, natürlich will man da auch gerne spielen. Und bei dir, Flo? Ja, bei mir ist ziemlich ähnlich wie bei Julius, also wie der Kontakt zustande kam. Dann ja, ist man schon sehr überrascht gewesen am Anfang, aber ja, wenn man dann sieht, was da passiert ist und so, ist es eine Riesenehre, hier zu sein und eine Freude, hier spielen zu dürfen. 3 Tage habt ihr noch im Trainingslager, was erwartet ihr noch? Ja, also wir haben jetzt noch 2 Trainings und ein Spiel gegen Vienna und ja, also ich glaube, die härtesten Tage hier im Trainingslager sind hinter uns und ja, jetzt schauen wir auf Mittwoch, auf das letzte Spiel und dann geht es hier wieder zurück nach Berlin. Wie geht es deinen Beinen, Julius? Man merkt auf jeden Fall, dass man im Trainingslager ist und anstrengend ist, aber ich denke, das ist normal im Sommer Trainingslager und das passt, das wird. Dankeschön.